Hallo und herzlich willkommen zurück zur 67. Folge von The Book of Unwritten Tales 2. In der letzten Folge sind wir hier wieder an dem Palast angekommen von dem roten Piraten und irgendwie hat sie es hier ganz leicht verändert. Ja, aber ganz minimal, also, ne? Ja, und das wollen wir mal gucken, ob wir das vielleicht irgendwie rückgängig machen können. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so einfach. Warum kloppt die Alte eigentlich die ganze Zeit an der Tür? Die Alte, die hat doch hier einen Zauberstab. Der kann nur die Tür und so, plupp, dann ist die Tür weg. Kommt mal rein. Ja, klopf du mal weiter. Ich spreche sie besser nicht an. Sie könnte mich im Handumdrehen. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. So ein pinkes Vieh. Hier ist nicht viel von der Magie der Kleinen verschont geblieben. Der Hammer ist eines der wenigen Beispiele. Dann, ne? Kann man hier vielleicht mal... Genau. Jetzt sagt er nichts mehr zum Hut. Hat der Bauchreden doch verlernt. So, jetzt nehmen wir mal den Hammer. Oh. Danke. Danke, dass ihr das im Spiel eingebaut habt. Das mache ich gleich. Das mache ich gleich. Ich gucke mich ganz kurz nochmal um. Aber dann mache ich das. Bunte Tücher. Sie scheinen keinen bestimmten Zweck zu erfüllen, außer bunt zu sein. Ja, und Tuch zu sein. So. Ja. Ganz feste. Jetzt komm. Ja. Gewalt ist nie eine Lösung. Was? Meiner Erfahrung nach ist die irrwitzige Kombination abwegiger Gegenstände die Lösung. Immer. Was? Hammer? Gewalt ist nie eine Lösung. Mein... Dann gib mir doch die Schleife, kann sein, und ja... Hm. Gewalt ist... Ja. Mister hier, ne? Ja. Ja, dann halt nicht. Dann gucken wir uns halt die Blumen an. Das ist die drittgrößte Blüte, die ich jemals gesehen habe. Die drittgrößte? Hast du die anderen alle abgemessen, oder was? Und ich sehe hier schon größere. Besser dann die größte, die zweitgrößte. Dann wird es sogar irgendwie hinkommen. Können wir mitnehmen. Die Blüte ist zu schön und sie riecht zu gut, als dass man sie einfach in Ruhe lassen könnte. Nimm mit. Diese hat sie sogar die Farbe geändert. Eine riesige Blüte. Sie verströmt einen geradezu widerwärtig süßen Geruch. Na toll. Was denn jetzt? Ein mit Eisen beschlagener Holzhammer. Vermutlich ist er zeremoniell gedacht. Aber spricht nichts dagegen, ihn auch einfach als normalen Hammer zu benutzen. Ja, wie ein... Ja, aber wieder eher nicht. Nicht mein Stil. Zu verrückt. Ach, jetzt doch. Nicht. Jetzt konntest du doch mal... Nicht? Keine Lust? Blume? Gucken, ob wir untereinander irgendwie hier was kombinieren können. Sieht es aber nicht unbedingt danach aus. Nee, wieder eher nicht. Wieder nicht. Hör doch mal auf mit dem Krach da vorne. Ich habe selten gesehen, dass etwas so Großes verwandelt wurde. Und wenn, dann nur für kurze Zeit. Normalerweise verliert die Magie ihre Wirkung schnell wieder. Ja, ich hoffe mal ganz stark, dass die Magie bald hier ihre Wirkung wieder verliert. Ich bin hier weg. Na gut, unterhalten wir uns da mal. Lady van Buren, nehme ich an. Ja? Wer bist du? Was willst du? Das ist doch die Synchronstimme dieselbe, die auch die eine... Wie hieß die jetzt nochmal? Die eine Köchin, die eine Ratte da hatte. Hat man jetzt, glaube ich, ein bisschen rausgehört. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Mein Name ist Wayne Schlegel von der Seefels Lebens- und Unfallversicherung. Was wollen Sie hier? Es gab hier einen Unfall. Einem Piraten wurde ein Auge ausgestochen. Er muss jetzt ein Holzbein tragen. Es gab da offensichtlich ein Problem bei der Bearbeitung. Ist niemand mehr hier?
bis auf diesen verfluchten roten Piraten und die Elfe, die ihr versteckt. Elfe? Was für eine Elfe? Und wieso stellt er dieselbe Frage, die ich auch stelle? Elfe? Was für eine Elfe? Eine diebische Elfe. Hat mich bestohlen, während ich mich mit diesen verfluchten Spitzohren herumschlagen musste. Sie waren im Elfenhain? Ich habe gehört, da soll es sehr schön sein um diese Jahreszeit. Wir waren nicht drin. Schutzzauber, gegen die selbst mein kleiner Spatz nichts ausrichten konnte. Wie bedauerlich. Und dann kommt man zurück nach Hause und ist von diesen verfluchten Gnomen, Ratten und Elfen beklaut worden. Das werden sie büßen. Einen festen Tritt. Und Sie sind sicher, dass die Elfe hier ist? Natürlich! Sie ist mit einem verzauberten Hippogreifen von Seefels aus hergeflogen. Wir konnten ihre Spur bis hierher verfolgen und es gibt keine Hinweise, dass der Hippogreif weitergeflogen ist. Hat der Hippogreif ein eingebautes GPS oder was? Andererseits... Der ist ja jetzt eigentlich auch auf dem Schiff und der wurde ja dann transportiert. Theoretisch müssten sie dann eigentlich auch sehen. Naja. Sie scheinen über erhebliche magische Macht zu verfügen, Madame. Warum holen Sie die Elfe nicht einfach da raus? Glaubst du, ich würde hier meine Zeit verschwenden, wenn es so einfach wäre? Dieser rote Schuft hat uns bedroht. Uns! Er hat da drin eine magische Waffe. Uralte göttliche Magie, gegen die selbst meine Chantal nichts ausrichten kann. Jacqueline, ja. Vielleicht könnte ich reingehen und mit dem roten Piraten sprechen. Ich bin Versicherungsmakler. Niemand würde es wagen, einem Versicherungsmakler etwas zu tun. Das ist wahr. Und jede Stunde, die ich hier vergeude, kann ich mich nicht um die Umgestaltung des Landes kümmern. Geh rein. Überzeuge diesen alten Halunken. Ja, mach mal gleich schon. Also, ne? Beeindruckend, was Sie aus dieser Insel gemacht haben, Lady Van Buren. Genau wie in Seefels. Sie und Ihre Tochter sind wahrlich ein Gewinn für das Land. Oh, nun, ich danke Ihnen. Als Politikerin erhält man viel zu selten den Dank, der einem zusteht. Jahrelang arbeitet man unermüdlich für sich und seine Freunde. Und danken es einem die Wähler? Nein! Ach, schlimm, ganz schlimm. Dann darf ich mich entfernen, Lady Van Buren? Ja, ja. Alter. Die Frau Neuland. Nein, mit der wollen wir uns nicht mehr unterhalten. Ich spreche sie besser nicht. Und die? Die Lady will Ivor. Vorher geht sie hier nicht weg. Je seltener ich sie mit leeren Händen anspreche, desto besser. Wir haben auch einen Hammer. Sprechen wir sie mit dem Hammer an. Hallo. Gewalt ist nie eine Lösung. Du bist eine Wurst. In dem Falle, mach doch mal. Wir stehen schon da davor. Gewalt ist nie eine... Ich mag dich nicht. Nee, ich mag dich nicht. So. Nur noch ein Stück, nur noch ein kleines Stück und du hast es. Hey, Vierauge. Nate, schön dich wiederzusehen. Bitte. Wie ich dich kenne, hast du mich nie aus den Augen verloren. Dein Leben war im letzten Jahr nicht uninteressant, das muss ich zugeben. Gute Staffel. Ich hätte halb erwartet, dich verwandelt vorzufinden. Ein riesengroßer Fellball mit großen Äuglein. Die Aufmerksamkeit der Ratsvorsitzenden und der reizenden Chantal konzentrierte sich auf den Palast. Zum Glück. Ich schätze, auch du willst sie so schnell wie möglich von der Insel haben. Unbedingt. Ich mag Tragödien, aber ich hatte noch nie den Wunsch, Teil einer zu werden. Hätte das stimmen?
fallen mir jetzt erstmal auf. Du weißt, warum ich hier bin? Natürlich. Prinzessin Ivo. Schau sie dir an. Ist es nicht traurig? Eine Elfe in der Blüte ihres Lebens verschläft ihre besten Jahre. Das werde ich verhindern. Und ich hoffe, dass es dir gelingt. Auf Dauer dürfte der Anblick langweilig werden. Ja, ist ja noch genug andere Spiegel, wo du gucken kannst. Ivos Vater meint, ich könnte Ivo nicht gegen den Willen ihrer Mutter befreien. Das wäre in der Tat eine schlechte Idee. Wobei ich zu gerne sehen würde, wie der Versuch ausgeht. Wie kann ich Ivos Mutter davon überzeugen, dass sie nicht im Interesse ihrer Tochter handelt? Tut sie das denn nicht? Die Zukunft ist in ständiger Bewegung. Selbst ich kann sie nicht klar in meinen Spiegeln erkennen. Eine mächtige Priesterin wie sie könnte vielleicht mehr sehen. Nur offensichtlich will sie das nicht. Sie hat keinen Zweifel daran, dass Ivo ihr Leben weggeworfen hat. Sie hält es für unmöglich, dass sie mit einem Kind glücklich werden könnte. Oder mit mir. Eine schwierige Aufgabe, die du... Komm schon, Nummer 3. Lauf! Komm! Ja! Ja! Sandage hat gewonnen! Ja, ist ja kein Problem für den, da zu erkennen, wer gewinnt. Der kann ja in der Zukunft gucken. Auch wenn ich so hundertprozentig, aber... Ich kann mir schon vorstellen, dass der öfters mal gewinnt. Wie fliegt der überhaupt? Ist hier so eine Flüssigkeit drin oder ist der irgendwo festgemacht? Ich will es gar nicht wissen. Ivos Schwangerschaft. Weißt du, wer... Naja... Ivo meinte, du seist nicht der Vater. Aber wer ist es dann? Das frage ich dich. Du bist das Orakel mit den 100 Augen. Augen, die blind sind, solange keine spiegelnde Oberfläche in der Nähe ist. Ivo schien selbst recht überrascht von der Neuigkeit. Sie sprach von einem Fluch, der sie getroffen haben könnte. Ein Fluch, na klar. Ja, einen ganz magischen Flug. Fluch. Kann ich den Spiegel da haben? Selbstverständlich nicht. Aber dann könnte ich immer einen Blick auf Ivo werfen. Und vielleicht ist er auch noch für etwas anderes gut. Er ist dafür gut, dass ich sehen kann, wie die Geschichte weitergeht. Abgesehen davon habe ich noch nie einen meiner Spiegel hergegeben. Es sind Sammlerstücke. Du sammelst Spiegel? Ich ziehe die Frage zurück. Nimm dir den Spiegel einfach mit, was will er machen? Will er dich angucken? Kann ich den Spiegel da haben? Aber selbstverständlich nicht. Aber dann könnte ich immer einen Blick auf Ivo werfen. Er ist dafür gut, dass ich abgesehen davon hab... Du sammelst... Hä? Wie haben wir das denn noch? Wegen des Spiegels. Wegen des Spiegels. Ich gebe ihn nicht her. Es ist ein Sammlerstück. Und außerdem könnte jeden Augenblick etwas Spannendes passieren. Das darf ich auf keinen Fall verpassen. Kann man dem kein Bild dahin hängen? Ich muss weiter. Ja, nur zu, hinfort. Dreh dich mal zurück. Sag mal, hier so eine Blume. Achso, wir können uns hier noch umgucken. Wir gucken uns erstmal um. Einige glückliche Kinder, die in einem Garten spielen. Ivos Mutter will nicht wahrhaben, dass auch Ivos Kinder eine glückliche Zukunft haben könnten. Wen kümmert es schon, dass die zukünftige Königin ein unehrliches Kind hat? Naja, außer mich. Einige glückliche Kinder... Ivos... Nein. So, was habe ich noch hier? Einige Spiegel zeigen laufend unterschiedliche Szenen. Andere zeigen immer dasselbe. Die Verbindung zweier Spiegel ist manchmal stärker und manchmal schwächer. Dieser hier hat eine besonders starke Verbindung zu dem Spiegel in Ivos Zimmer. Schau dir nur an, wie klar das Bild ist. Wo denn? Ich sehe es nicht. Ich sehe immer noch das Spiel von dem. Ich sehe immer noch den Spiegel von dem anderen Spiel. Wegen des Spiegels. Ich gebe ihn nicht. Können wir mit ihm reden, aber der will den Spiegel ja nicht geben. Tausende Leben spielen sich hinter diesen Spiegeln ab. Tragödien, Komödien und ziemlich viel Alltag.
trocknen die Augen nicht aus? Der muss doch mal ein bisschen blinzeln, oder nicht? Kein Wunder, dass das Auge hier so rot ist. So, können wir den vielleicht irgendwie überreden, dass er uns ja mitteilt, wenn ja was passiert? Oder wir geben ihm ein Brett. Oder wir stechen ihm ein paar Augen aus. Oder diese Schleife. Diese Blume. Diese Schiffrohr. Können wir die Sachen vielleicht untereinander kombinieren? Mal gucken. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Vielleicht den Hammer, den Hammer. Können wir vielleicht... Ich habe gedacht, vielleicht können wir irgendwie diesen Spiegel kaputt hauen, aber geht auch nicht. So als Drohung. Wir werden den Spiegel ja nicht geben. Ja, dann gehen wir mal wieder raus. Andererseits, ich möchte doch wieder rein. Okay, an die Süßigkeiten kommen wir auch nicht ran. Was können wir denn mal machen? Achso, wir können in den Palast. Ja, das können wir mal machen. Oh, hier sieht es dann auch normal aus. Halt! Wow, wow, ganz ruhig. Steck das Ding weg. Nate! Hast du gesehen, was sie mit meiner Insel gemacht haben? Oh ja, oh ja. Lass mich raten. Du hast die Insel ein wenig umdekoriert, damit die geflohenen Piraten zurückkommen? Das waren diese kleine Irre und ihre verrückte Mutter. Tauchten hier auf und meinten, ich solle die Elfe herausrücken. Und du hast ihnen höflich erklärt, dass die Elfe nicht mehr hier sei und du ihnen somit leider nicht behilflich sein kannst? Hab sie rausgeworfen. Dann haben sie angefangen, meine Insel zu verwandeln. Mich hätte es auch erwischt, wenn ich nicht den Kopf hätte. Wie ich sehe, konntest du wenigstens die Statuen retten. Statuen? Das sind meine Freunde. Sagt es ihm. Freunde! Ich habe sie hier reingeholt, lange bevor die Hexen gekommen sind. Ein Mann sollte nicht alleine sein. Stimmt's, Martha? Stimmt, stimmt. Ja, ich habe sogar von Leuten gehört, die wahnsinnig geworden sind, weil sie niemanden zum Reden hatten. Kann mir nicht passieren. Ich habe Freunde und es geht wieder aufwärts. Freunde! Zum Glück hat der Spongevogel. Die Ratsvorsitzende ist überzeugt, dass Ivo noch hier ist. Ich soll dich dazu überreden, sie herauszurücken. Ich würde sofort tun. Diese Elfe ist mit dunklen Mächten im Bunde. Hast du gehört, was sie über diese unsichtbare Macht, die unser Handeln bestimmt, gesagt hat? Sie will mich in den Wahnsinn treiben. Van Buren wird mir kaum glauben, dass Ivo nicht mehr hier ist. Du musst dieses Weibsbild von meiner Insel schaffen, Nate. Du musst! Ja, ist, glaube ich, gar nicht mal so einfach. Leider. Ich bin hier, weil ich den Geisterkompass brauche. Nicht, weil du meine Gesellschaft vermisst hast? Und weil ich deine Gesellschaft vermisst habe. Aber vor allem wegen des Kompasses. Ein Freund findet ohne ihn nicht den Weg aus dem Reich der Toten. Das ist mir egal. Es ist mein Kompass. Stimmt's, Pierre? Stimmt. Stimmt. Da hörst du's. Ja, der Papagei. Wie wär's damit? Ich schaffe Van Buren von der Insel. Dafür leihst du mir den Kompass. Du bekommst ihn unbeschadet zurück. Du schaffst beide weg von hier? Mutter und Tochter? Das ist der Deal. William, was sagst du dazu? Heute gibt es Bohneneintopf. Ha, der William. Immer nur Essen im Kopf, was? Also schön, Nate. Schaff die beiden Terroristen von meiner Insel, dann leih ich dir den Kompass für einen Tag. Abgemacht. Abgemacht, abgemacht. Hat der hier hinten die Mona Lisa hängen? In Mini-Format? Postkartengröße oder so? Unser Deal steht? Klar, du vertreibst diese beiden Schreckschrauben von meiner Insel und ich leihe dir den Geisterkompass. Das wollte ich hören. Jo, sehr gut. Ich muss weiter. Bis später. Bis dann. Bis dann. Unser Spongevogel.
Vielleicht könnten die Freunde des Roten ihn überreden, mir den Kompass zu geben. Besser nicht. Der Rote würde bemerken, wenn ich die Statue verrücke. Dann müssen wir den vielleicht mal ein bisschen ablenken. Der Affe kann gegen die Magie der Van Burens nichts ausrichten. Aber mich könnte er problemlos niedermachen, wenn ich versuchen würde, den Kompass zu stehlen. Verdammt. Der Affe kann... Aber Das sind keine echten Freunde des Roten Piraten. Wären sie es, hätten sie ihn darauf aufmerksam gemacht, dass er seinen Verstand verabschiedet hat. Ja, der Verstand hat sie schon lange, glaube ich, von ihm verabschiedet. Der arme Vogel sieht ziemlich gestresst aus. Wäre ich auch, wenn ich der Alleinunterhalter eines wahnsinnigen Medusa-Kopf wäre. Wir können mit dem Papagei reden. Oh, können ja einiges noch machen. Gucken wir erstmal hinten in dem Buch. Cocktailbuch. In wenigen Büchern wird so oft nach Weisheit gesucht wie in diesen. Aber ich glaube, sie helfen nur selten. Ja, das ist richtig. Zumindest für eine kurze Zeit. Der Geisterkompass. Er kann dem Erzmagier den Weg aus dem Geisterreich weisen. Ich muss einfach nur Van Buren verscheuchen, dann bekomme ich den Kompass. Klingt simpel. Ist, glaube ich, aber schwerer als gedacht. Ich kannte William. Als Statue redet er weniger und sein Körpergeruch hat sich verflüchtigt. Insgesamt eine Verbesserung. Ja, das ist richtig. Der Vogel klingt nicht im Entferntesten wie William. Aber wenn der Rote akzeptieren kann, dass William nun eine Statue ist, kümmert ihn wohl auch die neue Stimme nicht. Wir müssen den Vogel loswerden. Ich kannte William. Ich frage mich, ob... Du solltest Nate den Kompass geben, Brak. Nate? Warst du das? Was? Nein. Betrüger! Betrüger! Ich meine, kein Betrüger, Brak. Ich sehe, dass du es bist, Nate. Einfach andere Leute zu imitieren, Skandal! Skandal! Dieser Vogel, wie hat er uns denn erkannt? Verdammt, der ist gut. Ja, na gut, dann würde ich mal sagen, wie es weitergeht und ob wir vielleicht doch nochmal irgendwie an den Geisterkompass rankommen und ob wir vielleicht die beiden irgendwie von der Insel bekommen und ob Nate uns weiter noch so komisch anguckt, das sehen wir alles in der nächsten Folge von The Book of Unwritten Tales 2. Bis zum nächsten Mal.